Komm in Einklang mit dir und mit der Natur. Heute geht es um Gesundheit, wie man die verbessern kann, wie man einfach mehr Power im Alltag bekommt. Da zeigen wir, Andi ist dabei. Andi, aka Ruffy, ist auch am Start, unterstützt den guten Micha bei seinem Vorhaben. Vier Methoden, die deine Luft, deine Energie steigern kann. Wir zeigen zuerst einen Tee, das ist einmal Guyusa und noch eine spezielle Zutat. Schaut einfach, was da alles passiert. Das hilft dann, mehr Luft zu erzeugen im Körper. Und das ist wichtig für das Spätere, was noch kommt. Dann das zweite ist, wir machen eine Salbe, die wiederum noch weiter unsere Luftatembereiche vergrößern, dass wir mehr Luft in unser Körper reinholen und mehr Energie bekommen. Dann Wim Hof. Da gibt es eine schöne Luftübung, die wir dann euch zeigen. Komplett könnt ihr mitmachen. Und das letzte ist kalt baden. Da zeige ich auch noch zwei Sachen von Sebastian Kneipp. Einmal Storchengang und Armband. Und dann am Ende kommt noch was mit Wasser. Das ist ein kleiner Spechel, wenn ihr dran bleibt. Das passiert heute. Matcha erhöht die Sauerstoffzufuhr in unseren Körper, deswegen nehmen wir das gleich. Und nein, es ist keine bezahlte Werbung, es ist einfach nur Werbung aus meinem Herzen, weil es ist einfach geil, das Zeug. Passt perfekt zur Wim Hof Methode, denn was wir tun ist, Sauerstoff in den Körper bringen. Das Ganze wird mit dem guten Guayusa gemischt, ein sehr schönes südamerikanisches Gebräu. Der Guayusa. Tee aus dem Amazonas. Nachhaltige Wirkung. Koffeinhaltiger Kräutertee. Das sieht schon gesund aus, wenn ich das einfach sehe. Traditionell bräuchten wir eigentlich einen Matcha-Besen. Und man kann schon sehr, sehr klar sehen, wie sich eine wunderschöne Schaumschicht bildet. Jetzt kommt noch mal der Kokosblütenzucker, weil, wenn du ein bisschen Zucker nimmst, plus Flüssigkeit, Koffein, dann landet das besser im Blut. Das heißt, du wirst schneller von der Wirkung. Du wirst halt schneller von der Wirkung spüren vom grünen Tee. Extravagant, Liebe, schmeckt nach Liebe und es ist Liebe. Ein Elixier für die Seele, Freunde. Es gibt nichts Besseres, als einen schönen Morgen einen Tee zu trinken und für seine Gesundheit zu sorgen. Das Leben gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen es einfach nur schätzen, was es draußen gibt. Sehr schön. Wollen wir mal einen Zauberluftbalsam herstellen? Warum sage ich Zauberluftbalsam? Wir nehmen dafür Tigerbalsam, weißes Tigerbalsam, russisches Tannenöl, Teebaumöl, japanisches Heilpflanzöl. Wie gehen wir vor? Ganz simpel. Wir nehmen uns einen Schuss hiervon, mischen das hier rauf, mischen das Ganze. Das muss sich schön aussehen. Es geht um die Substanzen. Das Schöne an diesem Balsam ist eben, diese ganzen Stoffe aktivieren die Bronchienfunktionen und dadurch hat man eine erhöhte Atemqualität. Das jetzt mal für Laien zu erklären. Und wenn man das Ganze dann paart mit der Wim Hof Atemtechnik, wird man auf jeden Fall seine Erfahrung intensivieren und ja, man erlebt einfach eine Quality Time. Noch hier ist davon schön rein. Haben wir drei verschiedene Balsamikos. Drei. Panisch. Und zu guter Letzt das schöne russische Tannenöl. Und da wären wir auch schon. Die Mixtur ist fertig. Und das wird jetzt eingeschmiert. Hier vor uns liegt die Atemmedizin, die wir gerade in Erklärung gegeben haben, damit wir eine intensive Wim Hof Runde haben. Genau, das ist ganz einfach. Man nimmt sich einen Schuss Tigerball. Vielen Dank. Dann auf den anderen Finger ein, zwei Tröpfchen Heilpflanzöl. Oh, riecht auch richtig gut, ist mit Zimt auch.
Orangen. Und dann fängt man an. Oh, das geht jetzt schon in die Nase rein. Und jetzt öffnet sich die Lungen und dann gleich mit dem Sauerstoff, ne? Mit den Übungen von Wim Hof, wird das noch richtig schön eine Wirkung noch haben auf uns. Bisschen Sauerstoff ranschlagen. Und man merkt schon, die Sauerstofferhöhung ist bereits eingetreten. Und dann wollen wir mal anfangen. 30 Atemzüge. Nach den 30 Atemzügen kommt alles ausatmen einmal. 1,5 Minuten die Luft anhalten. Dann einatmen, Bauch, Muskulatur, Kopf, alles anspannen für 10, 20 Sekunden. Und dann merkt ihr schon die Wirkung, das knallt im Kopf rein. Das Immunsystem geht nach oben. Ihr fühlt eine Tase, das tut gut. Und da machen wir 3 Runden raus. Und dann mal gucken, wie es gleich mit uns ist, ne? Weil die Wahrnehmung verändert sich. Du fühlst dich wirklich gut dabei. Über das Anspannen der inneren oder internen Muskelgruppen, der Kontraktionen der Muskeln, da hatten wir auch ein Thema. Und dort könnte Michael das Video einleiten und dann würden wir auch Buchabschnitte zeigen über die Erklärung der wissenschaftlichen Funktionen und so weiter. Das ist nämlich nichts anderes, als die Piezoelektronik des eigenen Organismus zu aktivieren. Werde übernatürlich von Dr. Joey Dispenza. Ganz wichtig ist zu verstehen, dass das keine passive Atmung ist, sondern ein höchst aktiver, intensiver Prozess. Es sind Intentionen und Wille erforderlich, um diese seit Jahren, ja Jahrzehnte gespeicherte Energie in Bewegung zu bringen, um ihre einschränkenden Überlebensemotionen höher zu entwickeln. Das heißt, diese Energien, die wir in unserem Körper gespeichert haben, viele Menschen haben ein Trauma, ja, Traumata, in ihrem Körper angesammelt. Dazu gibt es sämtliche Dokumentationen und Filme und so weiter. Für alle Menschen, die sich dafür näher interessieren, können wir ein weiteres Video verfilmen und können dieses Thema intensiver bequatschen. Aber genau hier geht es darum, dass wir mit der Piezoelektronik, also mit unserer, wie bereits erwähnt, inneren Muskulatur, einen aktiven Prozess beschleunigen. Hier sieht man, wie Energie ins Gehirn geschossen wird durch das retikuläre Aktivierungssystem. Kann man sich vorstellen wie ein Schachtensystem. Man kann es sich ganz simpel gesagt so vorstellen, dass die Rückenmarkflüssigkeit, die ja hier hochgepresst wird, durch diesen Prozess beschleunigt wird. Und durch diesen beschleunigten Druck, der sich dann auf der Zirbeldrüse ausarbeitet, erzeugt man quasi Elektronik. Also man verstärkt das elektromagnetische Feld. Aber ich bitte euch, probiert es selber erstmal aus, bevor ihr judged. Ganz wichtig im Leben auch. Und für die Interesse erweckten Menschen, Hashtag neues Video, schreibt es in die Kommentare. Dann verfassen wir, wie ich schon sagte, ein neues Video und gehen intensiv in diese Thematik hinein. Und jetzt kommt die Übung. Und los geht's. Round number one. Zehn noch. Zwei. Last one. Einatmen. Ausatmen. 1,5 Minuten aushalten. Wirkt. Spürt in euch rein. Schaut, wie
es bei euch wirkt, die Luft. Vielleicht merkt ihr schon, dass irgendwas gerade bei euch passiert. Ein Kribbeln an den Zähnen, an der Zunge. Entspannt euch. Versucht runter, ruhig zu bleiben, nicht zu stressen. Einatmen, in der Lunge halten, drücken. Ausatmen. Nicht im Wasser reinfallen. Und Round Nummer 2. Zehn. Zwanzig. Last one. Runde Nummer 3. Twenty. Twenty.
schneller. Die letzte Atemzug. Und das ist die Übung gewesen. Probiert es aus. Wim Hof hat Videos auf Englisch, auf Deutsch, auf Italienisch. Probiert es einfach aus. Der hat die ganze Anleitung dafür. Mir geht's gut, mein ganzer Kopf ist frei. Ich kann nur sagen, es freut mich, dass ich mit dir die Ehre hatte, auf deinem Kanal die allererste Wim Hof zu praktizieren. Und es freut mich auch, wenn wir die Menschen inspirieren, auch das zu tun, was wir hier tun. Du guckst gerade zu und das finde ich wirklich schön, dass du auf meinen Kanal gestoßen bist. Und einfach gerade das anzuschauen, dass du das einfach anschaust. Also ich finde das einfach, ich danke dir. Auch wenn ich jetzt gerade mit der Kamera rede. Ich weiß jetzt, in der Zukunft guckst du das an und ich hoffe, dass du dich angesprochen fühlst. Und das will ich auch. Freut mich, dass du hier bist. Bleib auf meinem Kanal, es gibt tolle neue Sachen. Lasst ruhig einen Daumen für uns da beide oben. Schreibt vielleicht irgendetwas Schönes. Aber ich würde mich genauso gut freuen, denn ich schaue auch auf dem Kanal vorbei. Jo, Andi, was gibt es hier eigentlich? Hier haben wir eine Schwefelquelle. Jod und Schwefel. Und hier gibt es Eisen. Hammer! Da es oxidiert, wird es schön rostig, braun. Bei der Schwefelquelle bildet sich auch eine Art Oxidation und man sieht hier den Schmierstoff, der sich auch in den Gelenken bildet. Gelenkflüssigkeiten werden erzeugt durch das Trinken des schwefelhaltigen Quellwassers, was sehr gesund ist. Ich habe euch gerade das Wasser gezeigt. Ich zeige jetzt nicht, hier steht, wo das ist. Will ich nicht, weil es gibt viele Geschichten. Ich habe mal den Königssee besucht. Da hat auch einfach mal eine Person irgendwie Millionen von Menschen dorthin gebracht und die Natur wurde einfach kaputt getrampelt. Deswegen sucht einfach bei eurer Umgebung, wo es gutes Wasser gibt. Kleine Kurzinformation. Seit Jahrtausenden baden die Menschen in Schwefelwasser oder trinken es. Prima bei Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats. Nun wurde in wissenschaftlichen Studien festgestellt, dass im Schwefelwasser offensichtlich noch andere ungeahnte Kräfte liegen. Hört sich schon geil an. Die es zu einem wichtigen Faktor in der Gesundheitsprävention machen könnten. Und die haben das Wasser jetzt hier getestet. Das ist auch sehr, finde ich auch sehr interessant. Hier steht Schwefeljodquellen. Das Schwefelgehalt 21 Milligramm pro Liter. Jodgehalt 0,013 Milligramm pro Liter. Hier steht auch, Schwefelwasser wirkt sich positiv auf rheumische Erkrankungen sowie auf Gelenkerkrankungen und muskuläre Beschwerden. Positive Wirkung auf das Immunsystem. Und auf Hautirritation. Das ist ja geil. So, Wim Hof haben wir jetzt auch geschafft. Jawohl. Jetzt kommt ein schönes Eisbad.
oder ne, das kommt gleich noch danach. Jetzt gibt es erstmal Storchengang, nennt man das. Dann nimmt man die Füße nach oben und nach unten und läuft erstmal schön im Kreis. Denn man schlägt mit dem Storchengang schön Sauerstoff an den Körper. Und nachdem man die Atemtechniken gemacht hat, ist Kälte genau das Richtige. Kostet nichts. Das Coolste ist auch dabei, Schwefelwasser ist hier drin. Eine sehr, sehr heilende Wirkung hat die auch. Also für die Gelenke ist Schwefel bestens. Diese Quelle hat allerdings noch Jod. Man macht das dann ungefähr so, man sagt eine Minute, aber ich finde, man muss das so lange machen, wie man Bock hat. Liegt auch unterschiedlich vom Körper, von Ihnen, ne? Gesundheit ganz umsonst. Man kann auch ganz viele unterschiedliche Sachen machen mit kaltem Wasser. Man kann auch die Arme reinlegen im Wasser, das zeige ich euch auch gleich mal. Und man kann sich reinlegen. Das pusht am meisten. Ein Eisbad am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Das kalte Armbad, auch sehr wichtig. Man sagt auch, man darf nicht irgendwie beides machen, ne? Storchengang, Armbad. Aber ich will meinen ganzen Kreislauf aktivieren. Deswegen mache ich das, weil, ne? Bei mir ist es so, wenn ich Pollen habe, kaltes Wasser, Wim Hof, es ist einfach wie weg. Die Allergie ist einfach weg. Deswegen, ich will alles aktivieren. Man macht einfach hier die Hände schon rein. So, ich glaube, ich habe genug. Tut auch richtig gut, ne? Der ganze Kreislauf geht jetzt nach oben. Von den Füßen mit dem Storchengang geht der Kreislauf jetzt nach oben. Ne, das ist so, und gleich geht's richtig los. Das komplette Bad da rein. Glaube ich, sehr interessant. So, jetzt kommt das Eisbad. Wir legen uns ganz rein. Bist du bereit? Nein! Nein, ich auch noch nicht. Okay. Wie sagt man, wie so ein Hecht? Ne, Karpfen. Tut das gut! Kommt ihr von hier? Ja? Okay. Oh, geil hier. Oh, 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 oh. Ja, wirklich. Wenn er jetzt vergisst, dass er im Wasser ist und atmet, dann boah. Oh. Und? Ich habe auf jeden Fall eine andere Wahrnehmung, ja. Ich glaube, die wollen noch mal. Shit. Über die Anspannung der internen Muskulaturen der Muskulatur. Was ist das? Irgendwas passiert da gerade hinter der Kamera. Was ist das, Alter? Ja. Ich glaube, Vögel. Die streiten dort. Okay. Über das Schön, dass ihr das Video zum Ende angeguckt habt. Wer weiß, vielleicht habt ihr gespult, aber ist auch nicht schlimm. Ich hoffe, dass ihr was daraus gelernt habt, irgendwie Power bekommen habt. Es ist eine Sache, was man vielleicht öfter machen muss, dass man was bemerkt im Körper, weil oft, auch bei der Wim Hof Methode, spürt man die ersten paar Male nichts. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich gefreut. Auch mit Andi, Andis Kameramann gerade. Danke, dass du auch dabei warst. Sehr gerne. Danke, dass ihr dabei wart und unterstützt mich gerne. Ihr wisst ja, mein Ziel ist ja, mit dem Van loszudüsen. Schönes Leben.